Hallo und herzlich willkommen bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert und heute geht es mal um den Lieferantenwechsel bzw. darum, was dabei schiefgehen kann, wenn wir den Stromversorger wechseln wollen und da im Hintergrund die Prozesse nicht ganz sauber durchlaufen. Dieses Video seht ihr mal aus einer anderen Perspektive, denn hier steht jetzt ein Flipchart, auf dem ich das Ganze mal ein bisschen visuell darstellen möchte. Was ihr von diesem Format so haltet, schreibt ihr mir bitte auch mal unten in die Kommentare. Wenn ihr mehr sowas haben wollt, dann machen wir auch mehr solche Videos und nicht nur, dass ich das einfach erkläre und nebenbei einblende. Also jetzt erstmal zum Lieferantenwechsel. Was ist das ja? Wir wollen zu irgendeinem anderen Stromversorger wechseln, weil wir zum Beispiel auf Verifox oder Check24 einen tollen Tarif gefunden haben oder weil wir auf der Webseite von einem Stadtwerk oder Ökostromanbieter gesagt haben, das ist der Richtige, jetzt wechseln wir mal online den Anbieter. Und wenn wir das machen, dann bedeutet das ja, dass wir als Kunde jetzt hier ein neues Vertragsverhältnis zu einem neuen Lieferanten angehen und der Lieferant neu wird hier abgekürzt als LFN. Das ist auch relativ üblich innerhalb der Dokumente für die Energiewirtschaft. Mit dem wollen wir jetzt also einen Vertrag abschließen. Der wird hier mal dargestellt. Wenn ihr das nicht lesen könnt, kein Problem. Meine Schrift ist auch wirklich sehr schlecht. Das liegt nicht an euch. Also, der Vertrag wird abgeschlossen. Wir als Lieferant neu nehmen jetzt den Kunden in unser System auf, in unser SAP oder was auch immer und machen jetzt natürlich alle möglichen Schritte, um den auch offiziell in die Versorgung nehmen zu können. Unter anderem müssen wir jetzt dafür sorgen, dass der alte Versorger aus der Versorgung herauskommt. Im Regelfall ist es nämlich nicht so, dass der Kunde selbst beim alten Versorger die Kündigung durchführt, sondern er uns praktisch die Vollmacht gibt, dass wir die Kündigung in seinem Namen beim Lieferant alt durchführen. Der Lieferant alt ist natürlich LFA, A wie alt. Bei dem würden wir jetzt praktisch als Lieferant neu eine Kündigung ansetzen, zum Beispiel 31.03. des Jahres. Heißt, wir wollen den Kunden selbst zum 1.04. in die Versorgung nehmen, also muss der Lieferant alt zum 31.03. kündigen. Der wird das Ganze jetzt natürlich prüfen, in seinem System erstmal gegenprüfen, erkennen wir den Kunden, wenn ja, ist er überhaupt kündigungsberechtigt oder hat er vielleicht sogar noch eine Vertragsbindung und dann wird er entsprechend antworten. Jetzt ist es erstmal so, in der Vergangenheit und auch heutzutage, wenn die Marktlokations-ID nicht mitgeschickt wird, dann hat der Lieferant alt 3 Werktage Zeit, um das Ganze zu prüfen und zu beantworten. In der Zeit kann er theoretisch natürlich auch mit dem Kunden nochmal Kontakt aufnehmen und nachfragen, willst du denn wirklich kündigen? Das soll er aber eigentlich nicht. Das ist nicht direkt prozesskonform, aber natürlich machen das die meisten. Wenn jetzt allerdings die sogenannte Marktlokations-ID mit dieser Kündigung mitgeschickt wird, die Marktlokations-ID ist eine eindeutige Identifikationsnummer, die ihr auf euren Stromrechnung findet. Das ist der frühere Zählpunkt, nur ist eben mit einer neuen ID-Nummer. Wenn die dabei ist, dann verkürzt sich die Prüffrist auf einen Werktag. Ein Werktag bedeutet, das geht heute 23.59 Uhr ein, dann muss bis morgen 23.59 Uhr spätestens geantwortet sein. Wenn es ein bisschen früher reingeht, auch bis morgen 23.59 Uhr. Also, das heißt, es ist da wirklich eine sehr knappe Prüffrist und gerade bei Personalknappheit ist das nicht einfach. Jetzt muss er also prüfen und muss sagen, ja, nein, vielleicht. Bei Ja, ganz klar, gibt es eine Zustimmung. Die sogenannte E15 zum Beispiel ist die Zustimmung ohne Korrekturen. Es kann aber auch genauso gut sein, dass es zum Beispiel inhaltliche Korrekturen gibt, weil bei den Stammdaten, meinetwegen bei der Adresse, eine kleine Änderung zu finden ist, die wir als neuer Lieferant noch nicht gekannt haben, weil der Kunde uns das nicht mitgeteilt hat. Das wäre dann zum Beispiel die sogenannte Z44-Zustimmung mit Korrektur von nicht bilanzierungsrelevanten Daten. Genauso gut könnte es aber auch sein, dass wir zum Beispiel nicht nur eine inhaltliche, sondern auch eine zeitliche Zustimmung bekommen, weil hier zum Beispiel die Kündigungsfrist so ganz knapp war oder was auch immer. Und deswegen gibt es eine Korrektur um einige Tage. Das wäre die Z01-Zustimmung mit Terminänderung. Das kann also der Lieferant alt freundlicherweise machen, weil eigentlich könnte er es ja natürlich ablehnen und sagen, das Kündigungsdatum ist nicht korrekt. Er könnte aber auch eine Zustimmung mit Terminänderung machen, zum Beispiel, weil er auch das Gespräch mit dem Kunden gesucht hat und der Kunde sagt, ich will bei euch raus. Das machen dann die meisten doch noch irgendwie, die zumindest fair arbeiten. Würden die Zustimmung mit Terminänderung schicken. Wir könnten aber genauso gut natürlich jede Menge Ablehnungsgründe bekommen und andere, wie ich vorhin schon mal erwähnt habe, die Z12, die Vertragsbindung. Die Z12 ist so ein ganz typischer Grund, den wir also bei Lieferantenwechseln oft haben.
Das ist die Vertragsbindung, heißt, der Kunde darf zum 31.03. einfach nicht raus. Der hat einfach eine Vertragsbindung bis meinetwegen September oder wann auch immer. Oder die Kündigungsfrist für dieses Jahr ist schon rum. Er kann erst zum 31.03. nächsten Jahres raus. Kann natürlich auch passieren. Das wäre also Ablehnung wegen Vertragsbindung. Genauso gut kann es sein, dass wir eine Z29 bekommen. Die bedeutet kurioserweise kein Vertragsverhältnis mehr. Und das bedeutet im Zweifel auch nur, dass der Kunde schon selbst gekündigt hat. Das kann natürlich auch sein, dass der uns das gar nicht mitgeteilt hat. Wir wollen kündigen, derweil ist das schon längst passiert. Kein Vertragsverhältnis mehr bedeutet im Zweifel aber auch, dass dieser Kunde in der Vergangenheit mal bei dem Lieferanten war und jetzt aber ein anderer und der Kunde hat es völlig vermasselt, was die Daten angeht. Das könnte auch sein, aber im Regelfall hat der Kunde schon selbst gekündigt, dann können wir weitergehen zu dem Schritt, zu dem wir gleich kommen werden. Genauso gut könnte es sein, die Z34, die sogenannte Mehrfachkündigung. Und jetzt wird es lustig, weil die beiden werden ganz oft vermischt in der Anwendung. Die Mehrfachkündigung heißt im Großen und Ganzen, dass tatsächlich hier ein anderer Lieferant wahrscheinlich schon gekündigt hat. Also praktisch ein dritter neuer Lieferant hier gekündigt hat, weil der Kunde sich zum Beispiel bei mehreren angemeldet hat, aber sich eben sagt, na, wer als schnellstes hier das Ganze schafft, zu dem wechsle ich dann halt. Das machen Kunden tatsächlich. Das wäre die Mehrfachkündigung vor allem. Dann müssen wir uns beeilen und hier die Anmeldung beim nächsten Schritt möglichst schnell durchkriegen. Genauso gut könnte aber auch kommen die E14. Und die E14 ist die lustigste, denn die heißt Ablehnung wegen Sonstiges. Und da gibt es dann ein Freitextfeld, in das man Dinge reinschreiben kann als alter Lieferant. Und da schreibt man zum Beispiel rein, ja, sonstiges, ach, der Kunde, ich habe mit dem telefoniert, der will gar nicht wechseln. Das kann man da reinschreiben, ist aber so gesehen nicht korrekt. Deswegen machen das auch die wenigsten, weil das ist nicht prozesskonform. Sonstiges könnte jetzt bedeuten, es ist ein Grund, der so nicht vorgegeben ist. Wir haben aber einen wirklich guten Grund und dann schreiben wir den da rein. Es gibt aber auch super coole Spezialisten, die schicken Ablehnung sonstiges und schreiben nichts rein. Oder schreiben den Punkt rein, weil das ist ein Pflichtfeld. Das ist auch nicht prozesskonform. Die müssen dann auch was reinschreiben, wenn es eine sonstige Ablehnung ist. Naja, jedenfalls, wir gehen jetzt mal davon aus, wir haben keine Ablehnung bekommen oder wir haben die Ablehnung geklärt. Das ist dann bilateral durch Telefonanruf oder durch E-Mails. Und am Ende sagt der Lieferant alt jetzt, okay, ich sehe es ein, ich bestätige euch die Kündigung. Und an der Stelle können wir jetzt als Lieferant neu den nächsten Schritt angehen, und zwar in diese Richtung hier. An der Stelle steht natürlich noch der ganz wichtige, den wir fast vergessen hätten im ganzen Prozess, der Verteilnetzbetreiber. Der Netzbetreiber ist, wie ich an vielen Stellen auch schon mal erwähnt habe, derjenige, der am Ende des Tages hier eigentlich alles verantwortet und auch verwaltet. Und deswegen ist der natürlich essentiell wichtig im gesamten Prozess. Und an den schicken wir jetzt den sogenannten Lieferbeginn. Und zwar, wie wir es ja machen wollten, zum 1.4. schicken wir den Lieferbeginn an den Verteilnetzbetreiber. Den können wir theoretisch gleichzeitig mit der Kündigung schon rausschicken. Das machen viele Systeme automatisch, ist aber riskant, wenn der nicht schnell genug das Ganze klärt. Dann kann es sein, dass wir hier schon eine Ablehnung bekommen, einfach weil das sich zeitlich überschnitten hat. Aber egal, Lieferbeginn an den Verteilnetzbetreiber geschickt. Der prüft das Ganze jetzt natürlich auch nochmal. Erkennen wir den Kunden? Ist da noch ein alter Lieferant drauf? Das prüft er jetzt im Zweifel nämlich. Ist der noch drauf? Und wird dann im Zweifel hier auch mit dem in Kontakt treten. Bestmöglich hat aber der Lieferant alt, während er die Bestätigung geschickt hat, auch hier schon ein Lieferende geschickt. Ich werde das mal mit LE abkürzen. Lieferbeginn, Lieferende. Wenn das der Fall ist, dann wird der Verteilnetzbetreiber uns hier relativ schnell bestätigen können, weil es ist ja der Weg frei. Wenn das nicht so ist, zum Beispiel, wir haben das zu früh losgeschickt, dann könnte es sein, dass wir hier eine Ablehnung bekommen wegen der Z35, Ablehnung der Abmeldungsanfrage oder Abmeldeanfrage. Ablehnung Abmeldeanfrage heißt, wir schicken es hin, hier gibt es aber noch einen alten Lieferanten und der alte Lieferant hat bei der Abmeldeanfrage abgelehnt. Abmeldeanfrage heißt tatsächlich, hier kommt eine Nachricht, die muss sehr, sehr schnell beantwortet werden. Ich würde meinen, auch einen Werktag. Die muss dann abgelehnt werden oder bestätigt werden. Bei der Bestätigung ist der Kunde raus. Bei der Ablehnung wird der Lieferantenwechselprozess praktisch gestoppt. Wenn wir nicht antworten, ist es automatisch eine Zustimmung. Von daher ganz wichtig, dass darauf geantwortet wird. Wenn die Abmeldanfrage jetzt also abgelehnt wird, dann kriegen wir aber innerhalb dieser Ablehnung auch die Identifikation des zuständigen alten Lieferants und dann können wir uns natürlich an den nochmal wenden mit der richtigen Kündigung. Wenn es also nicht diese Ablehnung der Abmeldeanfrage kommt, dann könnte es verschiedene andere Gründe haben, warum wir eine Ablehnung bekommen. Zum Beispiel so spannende Dinge wie die E17.
Die E17 ist die Fristüberschreitung. Das bedeutet, dass der Lieferantenwechselprozess nämlich eine Frist hat. Und zwar 10 Werktage in die Zukunft. Wenn wir also einen Lieferantenwechsel machen und der soll in 6 Werktagen losgehen, dann können wir das hier vergessen. Dann wird das nicht passieren. Der Verteilungsbetreiber wird das ablehnen müssen. Theoretisch kann er zustimmen durch so manuelle Bearbeitung, aber eigentlich muss er jetzt ablehnen. Und dann würden wir eben diese Ablehnung wegen Fristüberschreitung bekommen. Im Zweifel müssen wir jetzt praktisch plus 10 Werktage den Lieferbeginn wieder neu schicken. Und der Kunde ist dann für 3, 4 Tage in der Ersatzversorgung beim Grundversorger, korrekterweise. Ganz oft lassen aber hier die Verteilungsbetreiber auch mit sich reden. Das muss man mal irgendwie in Zweifel klären. Wenn es nicht die Fristüberschreitung ist, dann kann es zum Beispiel auch genauso gut der Grund Z08 sein. Und Z08 bedeutet Transaktion schon stattgefunden. Heißt, der Lieferbeginn hat schon stattgefunden und das bedeutet im Zweifel, dass wir als Lieferant neu zu spät sind. Ein anderer hat den Kunden schon weggeschnappt. Das kann hier sehr gut passiert sein. Das ist natürlich ärgerlich für uns. Dann müssen wir mit dem Kunden mal klären, du hast du dich bei vielen angemeldet? Das ist ja ärgerlich. Das wäre also die Z08. Genauso gut kann passieren. Z09. Transaktionsgrund unplausibel. Wenn der Lieferbeginn als Transaktionsgrund unplausibel ist, heißt das, es muss ein Einzug sein. Und zurückgedacht bedeutet das ja, dass der Verteilungsbetreiber den Kunden so nicht identifizieren kann. Deswegen ein anderer Name und deswegen ist es ein Einzug, weil ein neuer Mieter. Dann müssen wir also kurz nachprüfen, ja, was für ein Name ist denn da gemeldet gewesen? Zum Beispiel Ehemann versus Ehefrau. Das kann sehr gut sein, dass bisher Ehefrau gemeldet war. Der hat es aber irgendwie gerafft, hat zugestimmt. Der hat aber noch den Namen der Ehefrau. Wir versuchen, den Ehemann anzumelden. Dann ist im Zweifel der Name ja ein anderer und deswegen wird gedacht, es könnte ein Einzug sein, mein neuer Name. Und deswegen Mieterwechsel. Also sowas kann hier dahinter stecken, wenn wir die Ablehnung bekommen wegen Transaktionsgrund unplausibel. Ein weiterer Grund könnte jetzt die Z14 sein, die sogenannte Doppelmeldung. Z14 bedeutet im Großen und Ganzen, dass wir wahrscheinlich selbst mehrere Lieferbeginne geschickt haben. Und zwar zum Beispiel unser System hatte vielleicht ein technisches Problem und wir haben den Lieferbeginn 3, 4 Mal rausgeschickt. Dann werden eben alle bis auf einer mit der Doppelmeldung Z14 abgelehnt und einer wird hoffentlich korrekt bearbeitet. Dann ist das Ganze entsprechend kein Problem. Dann werden auch die zusätzlichen Nachrichten einfach ignoriert und mit der Z14 abgelehnt. Was anderes, was sein könnte, das wird dann jetzt etwas kurioser, ist zum Beispiel die ZC5. Die bedeutet etwas Ähnliches. Und zwar bedeutet die eine Ablehnung wegen einer anderen Anmeldung. Die andere Anmeldung bedeutet auch, eine weitere Lieferbeginnmeldung ist gerade in der Klärung. Das kann unsere eigene andere Nachricht sein, weil wir es mehrfach verschickt haben. Das ist aber wahrscheinlich der Lieferbeginn, die Anmeldung von einem weiteren dritten Lieferanten neu, weil der Kunde sich eben bei mehreren angemeldet hat. Das ist dann wahrscheinlich der Grund für eine ZC5-Ablehnung wegen einer anderen Anmeldung. Dann müssen wir im Zweifel mit dem Kunden mal klären, was ist da los, mit wem habt ihr da gerade eine Anmeldung noch laufen, wollt ihr das überhaupt so? Wir bekommen in der ZC5 im Regelfall die ID des anderen Lieferanten mitgeteilt und können dann auch das so ein bisschen mit dem Kunden klären, ja, was habt ihr mit diesem Versorger denn gerade am Schaffen? Soll das so sein? Des Weiteren gibt es noch zwei kuriose Ablehnungsgründe, einerseits die E13 und die ZE2. E13 heißt Ablehnung wegen Bilanzierungsproblem, ZE2 heißt Ablehnung wegen Kapazitätsproblem. Das sind kuriose Ablehnungsgründe, die man nicht so einfach pauschal einschätzen kann. Da kann es verschiedenste Hintergründe geben, weil technische Stammdaten nicht ganz hinhauen oder weil zum Beispiel der Lieferant so jetzt vielleicht nicht mehr einen korrekten Netznutzungsvertrag hat oder ähnliche Themen. Da muss man wirklich in die Klärung gehen mit dem Verteilnetzbetreiber, ob das irgendwelche bestimmten Gründe hat. Ganz oft, wenn ich selbst mal hatte, war es ein Fehler, dann hat es einfach nicht gestimmt, dann war es eine falsche Ablehnung mit diesem Grund und dann konnte man das Ganze noch klären. Im Zweifel ruft jetzt wirklich mal an beim Verteilungsbetreiber und schickt eine E-Mail und klärt, warum es diese Bilanzierungsproblem oder Kapazitätsproblem-Ablehnung gab. Die ist ganz oft nicht so einfach zu erklären. Deswegen wirklich mal in den Kontakt treten mit denen. Apropos in Kontakt treten, ich selbst habe solche Prozesse insgesamt 3,5 Jahre meiner operativen Laufbahn in der Energiewirtschaft gemacht, habe also alle diese Gründe mal selbst bearbeitet und das ist halt wirklich super spaßig, weil jeden Tag irgendwie andere Gründe und Probleme, die da im Hintergrund eben
beim Laufen. Ich selbst hatte in der Rolle eines Versorgers die Zuständigkeit für insgesamt 80 Netzbereiche, also Netzgebiete, und habe so entsprechend etwa 10.000, 15.000 Kunden in meiner Verantwortung gehabt. Und dementsprechend gab es da relativ viele Lieferantenwechsel über das Jahr hinweg und habe einfach wirklich alles mal gesehen. Das ist wirklich spannend. Wenn ihr mal Probleme habt mit ganz speziellen Fällen, schreibt die mal ruhig unten in die Kommentare oder schreibt mal eine E-Mail. Dann können wir im Zweifel auch relativ schnell problemlos einfach mal antworten und schauen, ob wir euch da helfen können. Aber wenn jetzt hier die Ablehnungen nicht kommen, sondern stattdessen eine Zustimmung, zum Beispiel auch hier mit Korrektur von nicht bilanzierungsrelevanten Daten oder auch mit Korrektur von bilanzierungsrelevanten Daten, das sind die Z44 respektive Z43, dann würden wir hier also tatsächlich jetzt weiterkommen, weil wir die Bestätigung bekommen, das ist ein Häkchen. Genauso gut würde auch der Lieferant Alt hier das Lieferende bestätigt bekommen. Der Lieferant Alt würde dem Kunden mitteilen, Ende, war schön mit dir, du bist jetzt hier raus. Wir bekommen die Zustimmung vom Verteilnetzbetreiber. Als Lieferant neu können wir jetzt dem Kunden sagen, alles klar, Häkchen dahinter, du bist jetzt bei uns in der Versorgung und damit ist alles geklärt. Das ist der Lieferantenwechselprozess relativ komplex, wenn man sich alle möglichen Gründe mal anschauen möchte, warum hier was schiefgehen kann. Und dementsprechend ist das ein Thema, wo es sicherlich noch ein bisschen Anekdoten geben könnte. Wenn ihr was Schickes habt, ohne irgendwelche datenrechtliche Probleme, schreibt das mal unten in die Kommentare. Könnt ihr ja alles anonymisieren. Und dann können wir uns darüber ein bisschen unterhalten. Habt ihr Fragen, auch die unten in die Kommentare. Ansonsten liked das Video und abonniert den Kanal und sagt auch ruhig mal in den Kommentaren, ob euch dieses Format mit hier Flipchart halbwegs gefällt. Dann machen wir noch mehr davon. Dann können wir das Ganze auch zu Themen machen, die ihr vorschlagt. Ja, und ansonsten eben bis zum nächsten Mal hier bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert.